Warte mal. Steigert nur Nahkampfschaden, das bringt mir nichts. Und da steigt nur ein Punkt auf alle Angriffswerte, das ist echt mau. Steiger mal Mana, bitte. Magische Kräfte werden um 18% gesteigert. Ja, steiger das auch mal. Damit er jetzt wenigstens ein bisschen mehr Schild zaubern kann. Nahkampf ist irgendwie absolut nicht zu gebrauchen. Also ja, weil wir noch nicht drauf festgemacht hatten. Eigentlich müssten wir Schwert steigern. Aber erstmal wollten wir Lichtmagie auf Experte bringen. Und dann wollten wir schwere Rüstung weiter steigern, damit er die schwere Rüstung auch tragen kann. Dann irgendwann können wir mit dem Schwert anfangen. Aber ja, Nahkampfklassen scheinen absolut witzlos zu sein. Außer man hat eine ganze Gruppe aus Nahkämpfern, dann vielleicht. Ja, das ist okay. Bestätigen. Dirk. Dann haben wir den Buff drauf. Du. Bestätigen. Feuer. Da gibt es keine Wahl. So. Du. 1, 2. Und bei dir wäre das ganze Luft, ja? Ah, nee, kannst du noch gar nicht. Das müssen wir auch mal ändern. Primärmagie auf Experte könnte nicht schaden, ja. Mystik. Hast eigentlich schon ziemlich viel Mana. Magischer Foki wäre bei dir eher angebracht, ja? Und ausweichen. So, ausweichen ist besser. Weil, wie gesagt, wir haben nur einen Tank und der kann nicht spotten. Schon gar nicht mehrere Gegner auf einmal. Das heißt, alle unsere Magier müssen auch defensiv Sachen trainieren. Meh. Und wo will ich jetzt hin? Ich will... Elfenarmband. Ups. Dirk trägt jetzt ein Elfenarmband. Nein, das können wir ihm nicht antun. Du trägst jetzt ein Elfenarmband. So. Und wir gehen jetzt zurück zur Stadt, weil wir da die Abkürzung nehmen wollen nach Sorbigal. Zum einen, um magischen Fokus auf Expertenrang zu bekommen. Zum anderen aber auch, um zu gucken, wie die Bucht da heißt. Also, natürlich ist es ein wenig albern, dass jetzt dieser Kartograf, der ja auch zwangsweise an Sorbigal vorbeigekommen sein muss, während er hergegangen ist, dass er nicht weiß, wie die Bucht heißt. Aber trotzdem finde ich es sehr schön, dass es so eine Art Abfrage gibt im Spiel. Also es macht vom RP wenig Sinn, aber ich finde die Spielmechanik sehr gut. Also dass der Spieler selber sich auch ein bisschen mal umgucken muss, was es für Regionen gibt, wie die eigentlich alle heißen und so weiter und so weiter. Und wir müssen, glaube ich, gar nicht den Schnellreiseding nehmen. Wir nehmen einfach den Fußweg, der geht schneller. Genau, und dann können wir auch mal gucken, ob hier irgendwas Neues gespawnt ist. Sieht allerdings nicht so aus. So. Ja, da sollten wir später auch nochmal rein. War wirklich später. Das Ding da hatten wir. Und jetzt hier. Tyria-Bucht. T-I-R-Y-A. Zurück. Vor. Tyria. Bucht. Okay. Das reicht mir schon. Kehrtmarsch. Ja. Wir werden alle müde, ich weiß. Zyklop und Drache? Fragezeichen. Wo wir schon mal hier sind. Und wir haben gerade zwei Dunkelmagier, Nekromanten, Oberlords getötet mit ihren drei Todesrittern und zwei Kampfhunden. Da sollte das doch machbar sein. Also schlafen. Das da. Töten. Töten.
Also er war ziemlich stark. Aber das war vor 5 Leveln oder so. Genau du. Ist immer noch ziemlich stark. Wir werden dich nicht wurzeln können, okay? Ja. Er kommt immer näher. Wegschubsen werde ich auch nicht können. Vergiften können wir dich auch noch nicht. Ah, doch, der geht gut runter, wenn man Crit durchkommt. Okay. Also das wird noch halten. Du versuch mal zu spotten. Klappt nicht. Das da Gift. Gift klappt. Okay, du hast betäubende Schläge. Du kriegst Schaden durch Licht mehr. Und du bist groß. Das wäre mir so nicht aufgefallen. Wow, okay. Du heilst, du schützt, du brennst, du blitzt. Donk. Du vergiftest. Ja, ist durch, sehr gut. Du schützt, du musst unbedingt gleich einen Mana-Trank trinken. Du verbrennst nicht. Du blitzt. Bedonk. Du trinkst einen Heiltrank. Du verbrennst. Du machst einen Schutz vor Nahkampfschaden und du trinkst jetzt den Zaubertrank. Wow, du heilst. Du blitzt. Du machst Schutz, du machst Feuer. Wow. Du Trank. Du Trank. Blitz, Schutz. Wir haben ja noch nicht mal auf 50%. Könnte eng werden, allein schon von den Tränken her. Ich guck mal, bei Schaden durch den Erdzauber nimmt nur 12. Das ist mau. Rüstung. So, du brauchst einen Trank. Du brauchst einen Trank. Ah, Mist. Wir hätten zermalmendes Gewicht früher zaubern sollen. Mach jetzt mal. Widerstanden. Oh. Das ist gemein. Rüstung. Feuer. Oh, nochmal heilen. Noch eine Rüstung. Nicht töten, genau, du. Zaubertrank, du bist K.O., du Zaubertrank, du Schild. Ups. Talana ist nicht mehr betäubt, Talana ist bewusstlos, Talana ist wieder wach. Das kann nicht gut sein für ihren Kopf. Dein Gift tickt immer noch durch, ja. Neue Heilung. Du brauchst den letzten Zaubertrank. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Au. Trank, Blitz, Schild. Nee, du brauchst unbedingt einen. Er muss einfach den guten trinken. Hilft nichts. Du müsstest eigentlich auch noch Steinhaut zaubern. Sonst passiert das immer wieder. Genau. Oh, Giro ist betäubt. Heilung. Blitz. K.O. wiederbelebt. Trink den. Du kannst nichts trinken. Das heißt, ihr könntet gleich sterben. Das ist nicht gut. Du musst auch einen trinken. Sonst können wir keinen Schaden machen. Talana ist tot. Nur noch Trick steht gerade. Trick steht nicht mehr. Geru! Hol uns hier raus. Du Superdenk. Das hält sogar. Nochmal neu. Komm, wach auf. Okay, du trinkst noch so einen tollen Trank. Machst Schild. Trinkst Trank. Kriegt jede Runde Schaden. Habt da absolut keine Skrupel. Er ist doch ein richtig guter Ding. Komm, gib ihm.
Bierbogen ist betäubt. Ach, dann ist er nicht. Okay, du trink noch einen von den ziemlich teuren Tränken. Mach dein Schild. Trink den. Mach dein Schild. Trink den. Mach dein Schild. 7 Schaden. Und eigentlich müsst ihr doch bei jedem Treffer von unserem Helm einen drauf bekommen, oder? Fügt einem Angreifer bei jedem erfolgreichen Nahkampfangriff 20 Schaden Luft zu. Ja, komisch. Verteidige dich. Ja, kriegt er auch. Okay, verteidige dich. Und trink nochmal vorsichtshalber so einen noch teureren Saubertrank. 7 Gift nur. Ah, wenn der Schild getroffen wird, zählt das für den Helm nicht. Also müssen wir uns einbunkern. Oh oh, oh oh, oh oh. Nein, 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 nein. Und, oh. Oh, das war echt knapp. Schade. Aber na gut. Der Zyklop ist machbar. Aber nicht jetzt. Der eine lange Kampf gegen die Nekromanten und ihre Hesche hat mir schon gereicht. Jetzt will ich nicht nochmal das Glück herausfordern. Außerdem haben wir doch recht viele Zaubertränke verbraucht. Die sollten wir auch demnächst mal einkaufen. Aber nicht hier beim fahrenden Händler. Das heißt, wir gehen eventuell doch nochmal nach Nasorpigal. Um da bei dem Händler die billigen Mana-Tränke zu kaufen. Weil die braucht man ja doch zwischendurch. Und die sind nochmal einiges günstiger als die größeren. Ich glaube, das mache ich. Also einfach hier rum, darum, darum. Brunnenweg ignoriert. So. Darum, darum, darum. Und mal wieder hier rein. Ist ja schon eine Weile her. Und die Bucht hieß Dirja-Bucht. Schön merken. Dann gehen wir jetzt Tränke kaufen. Experte werden beim Foki oder beim Fokus. Noch irgendwas hier? Keine Disziplin? Nein. Zauber lernen? Nö. Raus. Hier war das nicht, denn war es bei der Alchemistin. Da wollten wir eh hin, das passt. Dum, 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 dum. Wurde unser Auftrag vielleicht erfüllt mit den Bestiarium-Dingens? Nein, wurde es noch nicht. Dun, 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 dun. Ja. Also, Tränke kaufen. Expertenlehrer suchen, finden. Und dann zum Stall, um nach Seahaven zu springen. So, magische Foki. Jallen. Sehr gut. Handeln. Du weg. Wir hätten gerne alle davon. So, Heiltränke brauchen wir keine. Klartrank, davon kaufen wir auch mal einen. Den letzten hatten wir ja erfolgreich benutzt. So, raus. War hier noch irgendetwas? Ich will nicht schon wieder zurück hierher müssen, nur weil ich irgendwas übersehen habe. Kriegsführung. Ja, Kriegsführung war hier bei... Beim Waffenhändler war das, glaube ich. Der wäre hier. Experte für Kriegsführung. Ja, sehr gut. Kaching. Raus. Was hast du dadurch jetzt bekommen? Fertigkeit. Da. Schädelspalten und unaufhaltsamer Angriff. Unaufhaltsamer Angriff macht. Ihr führt einen Nahkampfangriff auf einen invasierten Feind aus. Der erste Versuch trifft und kann nicht abgewehrt werden. Oh. Sehr gut. Das heißt, er muss quasi treffen. Das ist sehr gut, weil er trifft sonst nie. Ja, den werden wir öfters mal benutzen. Was machst du? Ihr führt einen Nahkampfangriff auf den invasierten Feind aus. In seiner nächsten Runde kann dieser Feind keine Zauber wirken. Theoretisch, sehr schön,
praktisch treffen wir nicht. Also ist es egal. So, und der Stall war hier hinten rum, glaube ich. Also ja, den unaufhaltsamen Angriff auf jeden Fall für Girogon. Also wenn wir Gegner haben, wo wir nicht durchgehen, die Rüstung spammen müssen. So. Packpferd. Kauf Packpferd. Brauchen wir nicht wirklich momentan. Nö, wir hätten gerne eine Kutsche nach Seehafen. Jo. Ich habe gar nicht geguckt, wie teuer das war. 5000 Gold, einmalig. Nee, ich denke mal, es wird nur 100 Gold oder so maximal kosten. Eventuell sogar umsonst, weil wir haben uns ja doch einigermaßen um Sorpigalam mehr verdient gemacht. So, was war jetzt noch? Auftragstechnisch? Heldenschmiede, Sternschnuppe, das müssen wir noch finden. In der trostlosen Wildnis, wo auch immer die ist. Jagd nach Mondbart. Im Wald von Kjonshall. Und wir wollten zum Turm zurück, um die Bucht zu benennen. Dann kriegen wir wahrscheinlich gleich einen Folgeauftrag, wo wir dann noch irgendein Landschaftsdingens da herausfinden müssen. Ja, das können wir jetzt machen. Erstmal die ganzen Kartografie-Sachen von dem da. In der Hoffnung, dass es einigermaßen Erfahrungspunkte gibt. Weil Jallen müsste ja jeden Moment eh einen Aufstieg haben, das passt dann.